Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Visions of Mana. Letzte Folge hat sich Karina angeschlossen und wir haben unseren ersten Klassenwechsel. Ich habe das jetzt Karina gegeben, weil dieses riesige Schwert, was Val dann hat, das gefällt mir vom Movement nicht so sehr. Deswegen hat Karina jetzt. Finde ich auch ganz cool, die kämpft mit so zwei Fächern. Oh, hier ist eine neue Reliquie. Das ist eigentlich ganz cool. Und die ist dann auch mehr auf Magie getrimmt, denn haben wir einen physischen Angreifer und einen, der eher mit Magie kämpft. Das ist eigentlich ganz cool. Hä? Achso, die waren noch nicht alle kaputt. Great. Now what do we do? You two aren't that bright, are you? You've got the Vessel of Wind, so use it. See? The Sylphid Boomerang will react when you come across something like this. I get it. We use the power of wind to get past the cliff. Okay? I can do this. There's a first time for everything. Let's give it a try. Elementare Hürden sind gemeinsam geheimnisvolle Ansammlungen von Mana, die in Zusammenspiel mit Reliquien Auswirkungen auf die Umgebung oder den Spielercharakter haben. Du kannst Elemente Hürden überwinden, sobald du die zum Element einer Hürde passende Reliquie in deinen Besitz gebracht hast. Erzeuge mit Jins Bumerang einen Wirbelwind und springe hinein, um dich fortzubewegen. Mit X wirst du hoch in die Luft galoppiert, drücke X erneut, sobald dein Körper aufleuchtet, kannst du noch höher und weiter springen. Aha. Mhm. Let's ride this whirlwind. So. What? I still can't believe it. We made it past the cliff. Yep. It felt like we were. Und hier kannst du jetzt auch einen Tornado erzeugen. With a healthy gust coming from Mount Gala, we're sure to get where we need to go. Let's ride this whirlwind. Und nach oben. Da war noch eine Reliquie. Resonant. Thanks for the pick-me-up. Da ist ein bisschen Honig. Den nehme ich natürlich mit. Und hier muss ein. Genau, da muss eine Kiste versteckt sein. Let me see. Nice. Wir können auch mal hier gerade auf Karina wechseln, damit man ein bisschen sieht, wie sie kämpft. Die hat hier so zwei Fächer halt und haut die Gegner damit. Und die Special Ability ist eigentlich auch ganz cool. Weil das auf mehrere Gegner geht. Dann erzeugt sie so ein paar Tornados. Ist ganz nett. I got this. Ich bleib bei Val, aber ich mag bloß den Klassenwechsel nicht. Ne? Er hat da so ein riesiges Schwert und wird mega träge. Ist nicht so, was ich mir vorstelle. Da gefällt mir sein. Diese Form hier besser, da greift er schneller an. Es gibt hier noch sieben andere Reliquien. Er wird schon bestimmt eine Form bekommen, die mir mehr zusagt. Die Windkraft von Jins Bumerang kann Felsbrocken zum Schweben bringen, die groß genug sind, um sie mit Trittsteinen zu benutzen. Überquer sie mit Vorsicht und schaue lieber nicht nach unten. Okay. This should let us proceed. Ah. Got some syrup. Das ist nett. Bin gespannt, was die anderen Mana-Geister können. Yes. There's no coming back. Alles, was mit dem Element zu tun hat. Die Frage ist sowieso, wen ich als zweites bekomme, weil so die Standardreihenfolge aus den Klassiker
ist es schon mal nicht. Da fängt man ja halt mit dem Wasserelementar an. Hier fangen wir mit dem Windelementar an. Und von der Demo weiß ich, dass das zweite Elementar Mond sein wird. How do you think Shiryu is doing? Wenn sie das nicht ändern irgendwie. I think he'll be okay. What do you think, Karina? Me? I'm not even gonna bother thinking about that loser Shiryu anymore. We didn't even get to say goodbye, really. Oh, ich bin vergiftet. Naja, ist egal. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Da oben irgendwo. Hier ist was versteckt, da. Wie lange bleibe ich vergiftet? Weil sonst ändere ich das gerade. Ich habe genug von diesem Zeug. Mach die grünen Blocks gleich, bevor sie mich wieder vergiften. Ich habe auch im Dorf, wo wir Karina getroffen haben, da gab es ja 4 Nebenaufgaben. Die habe ich jetzt schon alle off-cam gemacht. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Es ist bloße Beschäftigungstherapie. Deswegen werde ich das in Zukunft weiter so halten, dass ich das alles off-cam mache. Ein Eisschmetterer. So, aber wo muss ich jetzt hin? Hier geht's ja irgendwie. Kann man da runter? Sieht nicht so aus. Bestimmt muss man irgendwas mit Jin wieder machen. Dass man sich einen Weg hier weiter ausbaut. Ich habe hier doch eben eine Kiste gesehen. Wo ist die? Ach, da hinter der Säule. Ja, ja, da ist was für Jin. Das war ja schon fast klar. So. Und dann kommen wir auf die andere Klippenseite. Ah, da ist auch ein Safe-Punkt. Ah, da sind wir gleich durch das Gebiet hier schon durch. Eine Feensäche gibt's. Ah, da ist Jin. Oder Elektra. What happened here? Ah, Sichelanbeter! Oder Mantis-Ameise, wie sie es dann genannt haben, weil sie die Namen halt ändern müssen. So, ja. Wir gucken mal, ob du Feuer magst. Aua. Wir können auch zu Karina wechseln. So. Magst du Blitz? Ah, Karina hat leider nur Blitzmagie. Aber gegen Blitzmagie scheint er nicht anfällig zu sein. Oh, er müsste mal gegen Blitzmagie anfällig sein, weil er Rocky-Magie anwendet. Okay, versuchen wir meinen Kreis-Spell. Aber mit ihnen habe ich auch mittlerweile ein bisschen was.
So, hier nochmal, mein Pfeilheide. Das macht der Karl keinen Schaden. Das interessiert ihn gar nicht. Oh, er wird sauer. Ah, meine Special ist fertig. Komm, zu Karina wechseln. Die macht die. So, hier, frisst das. Hier, bam. Ja, das könnte ihm K.O., glaube ich. Ah, nicht ganz. Okay. Uiuiui. Sylphid? Well, you certainly took your time. No no flow of mana power, and then a gigantic monster shows up. I have not had it easy. Hmm. Wait a minute. Let's see here. I know you. You're the one-winged oracle, aren't you? Come here. Spirits like you. Yes, you're quite compatible. If you have both Ramco and the wind on your side, I see no reason not to make you the Om. It's decided. Karina, one who dances on the wind with sacred beasts. By the grace of the goddess of mana, I name you the Om of Wind. I can't thank you enough. Hang on. Let's make it sound more official, shall we? Oh, wise Soul Guard and his companion, the Alma Fire, I humbly ask to accompany you on your pilgrimage. Okay, enough dawdling. Let's get going. We have a whole world to see and an important duty to fulfill. Usually, the Alm of the Moon would be the next stop, but... Yeah, Etern is already gone. It's gotta be 16 years now since it was lost to time. All the parishioners disappeared when they were unable to produce an Alm to offer to the Mana Tree. The whole place is in ruins. Then I guess we can skip Etern on our journey. Too bad. I wanted to see what it was like. Once we get through Mount Gala, we should reach the Lefea Drifts. Then we'll be headed to the harbor. Whoa, drifts? As in snowdrifts? You hear that, Ramco? We can make snowmen to our heart's content. Well, shouldn't we be on our way to the Mana Tree? I feel myself getting stronger. Okay, die Mondstadt gibt es anscheinend nicht mehr. Aber in der Demo war der Mondpatron in der Gruppe drin. Also treffen wir den wohl doch. Hier ist es auf jeden Fall frostig und eisig. What a snowstorm. At this rate, I'm gonna become a snowman. What are we supposed to do now? We keep going, is what.
The Alm's journey is never easy, as they say. In the past, Lefeo was an idyllic area with a mighty river. The nearby parish was full of life and warmth. But tragedy struck 16 years ago, when the moonlit parish Etern failed to send an alm to the mana tree. Without the protection of its elemental, the land was decimated by an endless blizzard. The cold so bone deep, it was as though time itself had frozen over. Etern lost all of what it was, and all it could have been, ravaged by its dreadful fate. The fear of that same destiny haunts us all. That is why we have to live life to the fullest, while we can. Everything's frozen. The plants, the wildlife, all of it. And this blizzard is insane! Side of the group or you'll never find your way back. So pick up the pace already! This is a grim reminder of what happens to villages that don't send alms to the mana tree. Ja, sieht my breath is falling nicht so toll hier aus. I can't feel my hands or my feet. Bestimmt auch kalt. Are we there yet? Also, Val, du hast die falsche... Und Carina erst recht. Ihr habt die falsche Kleidung dabei. Behalte deine Schlapperzunge bei dir. A soul guard's resolve never sways. Aber scheint noch ein bisschen Weg zu sein, bis wir da sind. How are you holding up? Better than some in our party, it seems. Try to stay warm, okay? You're gonna bat me! Die Gegner sind auf jeden Fall auf unserem Niveau. Also haben die gleiche Stufe. Wie viel geben die denn so? 78, okay. Taking this? Und was ist das hier? Eine Ruine. Ah ne, in diesen Ruinen ist das irgendwie immer so, dass die Mobs verdammt stark sind. Stufe 50 und sowas. Und eine Begegnung mit denen wird wahrscheinlich schmerzhaft enden. Deswegen lassen wir das. Wie gesagt, wir lassen das. Aber diese Ruinen haben dann bestimmt irgendwie später irgendeinen Sinn, wenn hier so starke Gegner rumlaufen. Bei der Trophäenliste... steht, glaube ich, drin, dass es 8 Stück davon gibt. Beziehungsweise, ich habe 25% schon gefunden gehabt und ich hatte 2 entdeckt. Das ist jetzt die dritte, also 25%. Wenn 2 Ruinen 25% sind, müssen es 8 ja sein. Wenn ich nicht ganz falsch in Mathe bin. Und die haben dann bestimmt später irgendwie eine Relevanz. I thought there was a bridge here. Do you suppose the snow destroyed it? Is it just me, or is the storm getting even worse? Look, a light! In a tarn? That's odd. Maybe someone didn't get the message. So what should we do? A tarn was built over the valley to bridge the gap. I suppose if we went through the parish, we might be able to cross safely. That's as good a plan as any. If we debate any longer, we're liable to freeze solid in our tracks.
can the bridge be broken? One kid. Ja, vielleicht kriegen wir da in Aterna dann irgendwas, womit wir über die Brücke rüberkommen. Oops. Stinkt nach einem weiteren Mana-Geist, der dir irgendwas gibt. Someone must be over there. Let's keep heading toward Etern. Grizzly! Look at the view from here. It's lovely. Hey, das wollte ich mitnehmen. So majestic. Now, if only the storm was raging, it'd be perfect. Take this! Take this! Just what I need! Come at me! Thunderbolt! Easy! Last one! Take this! Get away! You're all so powerful! Grizzly! I don't even need to listen. You're mine! Take this! Take this! Halt mir ganz schön viel aus. Oder liegt das daran, weil ich noch keine Reliquie habe? Mit Wahl jedenfalls. So. A Soul Guard's resolve never sways. Wie weit ist denn das noch? Ah, da ist der nächste Savepunkt. Oh, and there's a turn. Okay, das beantwortet meine Frage. I think we're nearly there. Da scheint noch eine Kiste zu sein. Yep. This is kind of nice. Taking this? Dann schauen wir mal, was hier in Aterna los ist. Nicht viel anscheinend. This is where the light was coming from, right? I think so, but... Daylight is fading. We should move. I can't see that light from before anymore. Was it a mirage? Or are those only in extreme heat? No, it was real. I think. Let's head closer to the parish and check. Jo, das klingt nach einem Plan. Taking this? Grizzly! Viel mehr Möglichkeiten gibt's hier sowieso nicht. So this is the Moonlit Parish, Etern. After you! Don't move! What business do you have in Etern? Watch where you're pointing that thing! If you value your lives, go no further. What do you mean? Oh, it's just a fox. Huh? Etern no longer benefits from its elemental's protection. Let this be a warning. Trespassing within could cost you your life. I am Morley, a swordsman from Etern. It's last, in fact. Wait, but Etern... You mean... you're... a survivor from the parish? Hmm. I see. You and the Alms need to go through Etern in order to cross the valley and complete your pilgrimage. I understand your predicament, but as you saw, getting into Etern can be... complicated. Let's get to higher ground with a better view of the moon. The nerve of that guy! Are we sure we want to trust someone who throws swords at people? I don't think he meant it personally. And he did save us in the end. Weird place to make camp, though. Why is he here? Ich finde ihn eigentlich auch ganz in Ordnung. Not a bad tent you've got here. If you're from Etern, does that mean you still live in the area? No. I simply return whenever I have the time.
No one can camp out in the snowstorm indefinitely. So how did you manage to get here without a bridge? You can go through the parish, but only when it's a new moon. It's not common knowledge, but those of us who travel in the area keep track of the moon's phases. Now that we're in on the secret, we can get through a Tarn too. And do you know when the next new moon is? About 2 weeks from now. Uh-oh. We can't wait that long. There is one other time you can pass. During an eclipse. You can only enter the parish when the moon is hidden, during a new moon or an eclipse. It happens to be about time for another eclipse, actually. The moon is full now. Maybe to help guide the alms on their pilgrimage. New moon, full moon, eclipse. Whatever's going on, it sounds like we're still stuck waiting around in this freezing cold. If you're looking for something to do, I could use your help. I'm looking for a sphere. A moon sphere, to be precise. It's an old Eternian legend. I know it's here in the drift somewhere. I'm certain of that much. If you would help me search, I'd be most grateful. Searching for ancient moon treasure? Sounds good to me! You have my thanks. Let's start toward the south end of Fallow Bridge, near the bottom of the drop-off. Ja, das ist unser nächstes Charaktermitglied. Morley der Hase. Ich denke, es soll ein Hase sein. Der geschickte und wendige Morley kann seine Gegner mit blitzschnellen Folgeangriffen in die Ecke drängen. Beim strategischen Einsatz seines zielfertigen Repertoires eignet er sich auch als Hauptangreifer der Gruppe. Wenn man lernt, seine Schwerthiebe im richtigen Moment auszuführen, kann Morley gegnerische Attacken mit mächtigen Spezialangriffen kontern. Has Morley been continuing his search all by himself this whole time? Ja. Und wir sind auch am Ende der Folge. Oh, erhöht MP um 10%. Das ist gut für Karina. Und hier haben wir dann auch einen Save-Punkt. Ja, wir machen hier beim nächsten Mal weiter, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.